Ja, hallo, wir verzeichnen hier im Zelt leider einen leichten Schwund. Das ist wohl auch der Mittagszeit geschuldet, aber ich bin mir sicher, dass sich noch ein paar Leute im Zelt einfinden werden. Herzlich willkommen. Ich möchte mich zunächst mal bedanken für die Aufmerksamkeit und für das Interesse an diesem Thema und natürlich auch für dieses Engagement der aller Besucher von diesem Sommerfest und für ihr Interesse an Tieren und für Tiere und gegen Tierleid einzutreten. Und an der Stelle möchte ich auch wirklich nochmal mich beim Orga-Team für dieses wieder mal unvergleichliche und wunderschön gestaltete Sommerfest bedanken, das jedes Jahr großartiger, größer und schöner wird. Und auch herzlichen Dank nochmals von der Seite von Animal Equality für dieses wahnsinnige Event. Das ist einfach fantastisch. So. Danke auch für die Vorstellung. Ich möchte ihm gar nicht viel hinzufügen. Mein Name ist Katharina. Vielleicht noch eine Sache. Ich leite die Kommunikationsabteilung hier von Animal Equality in Deutschland. Aber selbstverständlich ist Animal Equality eine internationale Tierrechts- und Tierschutzorganisation, die eben neben Deutschland in 7 weiteren Ländern aktiv ist. Und ich möchte mich jetzt direkt in der nächsten halben Stunde, wie Doreen es auch schon angekündigt hat, der meiner Meinung nach sehr wichtigen und auch gleichermaßen spannenden Frage widmen: Tierqual aufgedeckt und was dann? So, Tierqual aufzudecken ist eben eine der Haupttätigkeitsschwerpunkte von Animal Equality. Das heißt, wir veröffentlichen Undercover-Recherchen aus der Massentierhaltung, aus der Nutztierindustrie. Und dazu kooperieren wir auch regelmäßig mit renommierten Medien und Medieninstitutionen, wie beispielsweise dem ZDF oder zuletzt auch Spiegel Online. Und in den weiteren Ländern, in denen wir aktiv sind, sind das auch beispielsweise dann Tageszeitungen wie The Times in Großbritannien oder El País eben in Spanien. Ein Hauptanliegen von dieser Tätigkeit ist ganz klar. Wir möchten auf diesem Wege, durch diese Veröffentlichungen, möglichst viele Menschen darüber informieren, unter welchen Grausamkeiten Tiere in der und auch durch die Massentierhaltung, durch die Nutztierindustrie leiden müssen und welcher Qual in diesem Fall eben ein Küken, aber natürlich auch Schweine, Kühe, Kälber oder beispielsweise auch Kaninchen für die Nahrungsmittelproduktion ausgesetzt sind. Einige hier im Zelt werden sich wahrscheinlich sogar an einige unserer letzten großen Veröffentlichungen in der deutschen Presse erinnern. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal kurz zurückblicken, was dieses Jahr bei Animal Equality alles geschehen ist. Wir hatten im Mai diesen Jahres in Kooperation mit Spiegel Online eine große Veröffentlichung von einer Undercover-Recherche, die das Leid von Legehennen in einem brandenburgischen Eierbetrieb aufgedeckt hat. Dieser Betrieb ist ein Megabetrieb, er hat über 1 Million Tiere und produziert in Bodenhaltung und die Aufnahmen, ich hoffe, man kann es auf dem Bild einigermaßen sehen, es ist ein bisschen dunkel, die Aufnahmen dokumentieren eben, wie schlecht es den Tieren körperlich geht, wie großflächig kahl sie sind, wie wenig Federn sie haben, eben als eine Folge dieser extremen und grausamen Bedingungen in der Bodenhaltung. Und das nächste Bild ist nicht besonders schön. Wir haben in diesem Betrieb eben über die Aufnahmen auch besonders viele tote Tiere dokumentiert, die hier wirklich mitten zwischen den Lebenden liegen, teilweise wirklich auch in fortgeschrittenem Verwesungszustand bis zur Mumifikation. Also die müssen da sehr lange gelegen haben. Und wie man auf diesem Bild eben erkennen kann, kommt hier ein totes Tier auch in direkten Kontakt mit den Eiern, die dann natürlich als frische Eier verkauft werden. Und übrigens in Deutschland noch nicht weiter gewaschen werden, bevor sie zum Verbraucher kommen. Gehen wir noch ein paar Monate zurück. Im Februar 2018 haben wir eine sehr große Undercover-Recherche in Spanien mit einem dortigen TV-Sender veröffentlicht. Und auch in Deutschland konnten wir diese Bilder in Zusammenarbeit mit dem Verbraucherschutzmagazin ZDF Viso an die Öffentlichkeit bringen. Die Bilder dokumentieren in diesem Fall wirklich extremes Tierleid in einem Schweinemastbetrieb, der einen sehr großen, international tätigen, aber in Spanien ansässigen Wursthersteller beliefert. Dieser Wursthersteller heißt El Pozo und die Produkte von El Pozo sind bzw. waren teilweise auch in Deutschland erhältlich und dementsprechend groß war zu diesem Zeitpunkt eben auch das öffentliche Interesse an diesem Fall in Deutschland.
Wobei ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen möchte, ganz ohne Bildmaterial geht es in diesem Fall natürlich nicht. Wir veröffentlichen diese Bilder, aber ich habe Bilder ausgesucht, die nicht die extremsten Fälle und die extremsten Grausamkeiten zeigen in diesem Rahmen und natürlich auch zu dieser Mittagszeit. Falls jemand doch sehr, sehr empfindlich sein sollte, dann würde ich ein paar Mal dazu sagen, an der Stelle vielleicht nicht unbedingt auf die Leinwand zu schauen. Aber ich hoffe, ich habe das doch einigermaßen akzeptabel für alle Anwesenden ausgewählt. Was passiert daraufhin nach solchen Veröffentlichungen? Selbstverständlich bringt Animal Equality diese Betriebe zur Anzeige. Und auch stellt sich natürlich wahrscheinlich auch für viele von hier im Raum beispielsweise die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn wir dieses systemisch bedingte Tierleid oder auch beispielsweise manifeste Tierquälerei in der Massentierhaltung ans Tageslicht bringen? Was sind denn die Konsequenzen, wenn solche erschreckenden Zustände aufgedeckt werden und ihren Weg an die Öffentlichkeit finden? Die folgenden Beispiele, die ich dabei habe, die zeigen, dass die Auswirkungen solcher Tierschutzrecherchen wirklich enorm sein können, dass sie aber auch an bestimmten Stellen aufgehalten werden und das vor allem auch in Deutschland. Ich möchte aber an dieser Stelle mit zwei Beispielen beginnen, die international sind und besonders wichtige Fortschritte für Tiere in anderen Ländern bedeuten können und die sich infolge derartiger Veröffentlichungen natürlich auch der unnachgiebigen Tierschutzarbeit durch unsere Teams in den jeweiligen Ländern ergeben haben und ergeben können. Es wäre zum einen, und auch über diesen Fall werden wahrscheinlich hier viele in diesem Raum informiert sein, in den vergangenen Jahren hat Animal Equality immer wieder die Zustände in der europäischen Kaninchenfleischindustrie ans Licht gebracht. Kaninchen steht in Deutschland nur relativ selten auf dem Speiseplan, aber in Mittelmeerländern wie Spanien und Italien floriert tatsächlich die Kaninchenfleischindustrie auch auf einem industriellen Level. Und das bislang, auch wenn man sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, ohne irgendwelche Richtlinien, was die Haltungsbedingungen angeht. Und wie man auf diesem Bild sieht, müssen die Tiere wirklich in diesen winzigen Metallkäfigen zum Großteil dahin vegetieren. Das sind Batteriekäfige, wie wir sie in Deutschland beispielsweise auch in der Legehennenhaltung hatten, aber mittlerweile auch abgeschafft haben, aufgrund dieser Grausamkeit. Auf diesem folgenden Bild sieht man das noch ein bisschen besser, welche Zustände das sind. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr in einer ganz engen Zusammenarbeit mit dem EU-Parlamentarier Stefan Eck, der auch vielen ein Begriff sein wird, und auf Grundlage von diesen Aufnahmen, die wir veröffentlicht haben, eine große Petition gestartet. Und daraufhin gab es wirklich eine wahre E-Mail-Flut an die EU-Abgeordneten. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet und ausgerechnet, dass es Millionen von E-Mails gewesen sein müssen. Und mit dieser E-Mail-Flut konnten wir dann alle gemeinsam eben an diese EU-Abgeordneten appellieren, sich endlich gegen dieses Tierleid einzusetzen. Und daraufhin kam es im März vergangenen Jahres zu einer wirklich wegbereiteten EU-Abstimmung im Parlament, die überhaupt erstmals den Weg dafür geebnet hat, dass das EU-weite Mindeststandards für die Kaninchenfleischindustrie bzw. für die Haltung eingeführt werden können. Das ist großartig und an dieser Stelle bleiben wir natürlich auch weiter dran. Ganz ähnliche historische Fortschritte für Tiere in einem anderen Land können wir derzeit auch in Mexiko erhoffen. Da haben wir in den Jahren 2016 und 2017 Undercover-Material aus insgesamt 31 Schlachthöfen veröffentlicht. Die Bilder sind wirklich von so einer Grausamkeit, dass ich es hier an dieser Stelle bei diesem relativ an sich schon schlimmen, aber doch relativ symbolhaften Standbild belassen möchte. Diese Aufnahmen dokumentieren wirklich eine ganz extreme Gewalt gegen Tiere und natürlich, was heißt natürlich, leider eben auch zahllose illegale Praktiken. Da werden Tiere bei vollem Bewusstsein mit Messern abgestochen, Arbeiter treten noch drauf, um das Ausbluten zu beschleunigen. Es ist wirklich von einer unglaublichen Brutalität. Infolge unserer Recherche konnte unser Team in Mexiko, aber dann auch unterstützt von einer Senatorin sowie von über 100 weiteren Tierschutzorganisationen, dem mexikanischen Senat eine ganz weitreichende Gesetzesinitiative vorlegen. Und diese würde zum ersten Mal in der Geschichte des Landes Mexiko auch landesweit gültige Tierschutzstandards einführen und, falls es zu Verstößen gegen diese Tierschutzgesetze kommt, diese auch mit einer bis zu mehreren Jahre andauernden Gefängnisstrafe ahnden können. Das wäre von historischem Ausmaß in Mexiko, das gab es da bislang nicht. Im gewissermaßen tierindustriellen Zentrum von Mexiko, das ist der Staat Jalisco,
relativ großer Staat, da steht die Verabschiedung einer solchen wirklich dringend notwendigen Reform jetzt tatsächlich ganz kurz bevor. Wir rechnen im Grunde mit einem positiven Votum vom Kongress innerhalb der nächsten Tage bis Wochen, sind da sehr optimistisch. Und wenn dies allein in Jalisco durchgesetzt wird, eine solche Tierschutzgesetzreform, dann kann das allein in diesem Staat jährlich bis zu 210 Millionen Nutztiere von diesem bislang üblichen und leider bislang völlig ungeahndeten Leid bewahren. Das wäre wirklich von historischem Ausmaß. So, kommen wir mal zurück zu diesen aktuellen Fällen, die ich gerade schon benannt habe, die wir in Deutschland eben auch veröffentlicht haben. Das ist nochmal ein Bild aus diesem brandenburgischen Bodenhaltungsbetrieb und zu Entwicklungen im politischen Rahmen hat auch dieses aufgedeckte Leid der Legehennen hier geführt. Infolge dieser Veröffentlichung wurde der Fall eben auch im Brandenburgischen Landtag in einer Sitzung des Verbraucherausschusses diskutiert. Das ist ein kleiner, aber durchaus wichtiger Schritt. Hier nochmal zurück, jetzt vielleicht sensible Menschen eher wegschauen, das Bild ist nicht so schön. Es ist eine weniger politische, sondern eine eher wirtschaftliche Entwicklung, hat dieser erwähnte Fall des Schweinemastbetriebs in Spanien genommen, der eben dieses spanische Wurstunternehmen El Pozo beliefert. Neben den spanischen, englischen und deutschen Medien griffen beispielsweise auch belgische und sogar türkische Medien diese extrem erschreckenden Bilder auf. Das ist noch nicht mal eines der ganz erschreckenden Bilder übrigens. Die Tiere auf diesen Aufnahmen zeigen eben riesige Eiterbeulen, Tumore, Eingeweidebrüche, auch offenliegende infizierte Wunden mit Madenbefall und sie stehen in einer unglaublichen Menge von Dreck. Das sind wirklich extreme Bilder. Und der Betrieb steht seit der Veröffentlichung tatsächlich leer. Hier werden keine Schweine mehr gehalten. Und die rechtlichen Konsequenzen infolge der Anzeige sowie die gerichtliche Verhandlung, die stehen noch aus. Aber unser Team vor Ort in Spanien ist tatsächlich hier sehr optimistisch, dass sich da etwas tun wird. Und dazu sei auch noch gesagt, infolge dieser landesübergreifenden Medienberichterstattung sowie einer wirklich ganzen Flut an Petitionsunterschriften geriet El Pozo, dieses Unternehmen, eben auch massiv unter Druck. Es kamen weit über 262.000 Unterschriften zusammen und daraufhin haben auch zahlreiche Einzelhandelsunternehmen, wie beispielsweise Rewe in Deutschland, auch die Wurstprodukte, das sind Chorizo, Schinken, übliche spanische Schweinefleischprodukte, aus dem Verkauf genommen. Keine Freude für El Pozo natürlich. So, dennoch. Das hier ist ein Zitat vom Präsident von El Pozo, der kurz darauf ein Interview mit einer Online-Zeitung durchgeführt hat. Er meinte in diesem Interview, wir haben ein gutes Gewissen, sowohl moralisch als auch rechtlich. Ich habe dieses, das ist ein bisschen zynisch, aber dieses Bild dann daneben gestellt, das auch in diesem Betrieb aufgenommen wurde, das sind abgeschnittene Ohren mit den Ohrmarken. Das Unternehmen El Pozo hat sich selbstverständlich von diesem Betrieb distanziert. Ich sage hier selbstverständlich, weil wir hier auf eine Schieflage in dieser Art der Tierschutzarbeit stoßen, die uns immer wieder begegnet. Die produzierenden Unternehmen sind wirklich Meister darin, diese Schuld in solchen Fällen dann entweder auf die Einzelbetriebe oder sogar auch auf einzelne Arbeiter abzuwälzen. Das wiederkehrende Argument, das viele hier wahrscheinlich auch aus den Medien dann kennen werden, lautet eben, dass es sich hierbei um ein schwarzes Schaf handelt. Dass aber derartige Tierqualfälle wieder und wieder, beispielsweise von Animal Equality, aber natürlich auch von zahllosen anderen Organisationen, immer wieder aufgedeckt und an die Öffentlichkeit gebracht werden, das zeigt, dass es sich hier wirklich um ein systemisches Problem handelt. Tierleid ist in der Nutztierindustrie systemimmanent angelegt. Und dennoch ziehen es sich besonders gerne diese großen Akteure des Systems, also diese Unternehmen wie hier beispielsweise El Pozo in Spanien, mit derartigen leugnerischen Aussagen dann aus der Affäre. Jetzt kommen wir leider eben auch schon zu jenen Punkten, die gleichermaßen ärgerlich, teilweise vielleicht auch ein bisschen frustrierend, aber dann natürlich gleichermaßen auch wiederum motivierend sind, sich umso stärker dann doch für Tiere und gegen Tierleid einzusetzen. Wie reagieren denn die Behörden, beispielsweise in Deutschland? Es ist leider so, dass wer in Deutschland davon ausgeht, dass ein Betrieb, dessen tierquälerische Haltungsformen oder Methoden über solche Aufnahmen dokumentiert sind, beispielsweise sogar mutmaßliche Straftaten vorliegen, dass ein solcher Betrieb infolge der Anzeige zur Rechenschaft gezogen wird, der wird leider regelmäßig bitter enttäuscht. Ich möchte da eine Reihe sehr guter Beispiele aus dem vergangenen Jahr, aus unserem eigenen Undercover-Recherche-Repertoire
gewissermaßen bringen. 2017 hat Animal Equality Recherchen aus der niedersächsischen Hähnchenmastindustrie veröffentlicht. Das waren insgesamt 3 große Betriebe, aus denen wir Aufnahmen an die Öffentlichkeit gebracht haben. Darunter war beispielsweise auch ein Lieferant des Marktriesen Geflügelproduzenten Wiesenhof, wird vielen ein Begriff sein. Ein anderer von diesen Betrieben hat den gleichermaßen marktstarken Rotkötter beliefert. Darüber haben hier dann Stern TV, auch wiederum ZDF Wieso, aber auch natürlich, das ist, glaube ich, das Bild rechts oben, die ARD Tagesthemen berichtet. Es waren schon auch gravierende Bilder. Auf diesen Aufnahmen sieht man, wie Arbeiter die Tiere wirklich brutal behandeln, teilweise werfen, an den Beinen packen, treten. Und was auch ganz besonders erschreckend ist, dass diese Aufnahmen zeigen, dass in der Industrie Küken systematisch und wiederholt lebendig entsorgt werden. Vielleicht können sich da auch einige hier an einen dieser Fälle erinnern. Jetzt hoffe ich, dass das Video nicht automatisch losgeht. Ja, sehr gut. Besonders schockierend ist eine Aufnahme aus diesem dritten Betrieb, die wir im Mai vergangenen Jahres veröffentlicht haben. Die zeigt, wie ein Arbeiter auf ein wirklich panisch schreiendes Küken mit einer Schaufel einschlägt. Wir vermuten, um es zu töten. Diese Bilder sind durch die Medien gegangen und auch dieses Tier ist daraufhin so schwer verletzt, hat offene Brüche, dass es aber dennoch noch lebendig im Müllcontainer landet. Dort haben es dann Tierschutzermittler eben 12 Stunden später gefunden. Es hat leider nicht überlebt. Wer jetzt besonders sensibel ist, vielleicht nicht unbedingt herschauen. Ich habe aus unserem Kampagnenvideo, das wir damals veröffentlicht haben, nur diese Szene nochmal rausgepflückt und möchte die mal kurz abspielen. Ich hoffe, bei der Lautstärke in der Umgebung hört man auch die Hintergrundgeräusche im Video. Ah ja, ich dachte gerade, die Musik von draußen gehört noch zum Video. Man hat auf diesen Aufnahmen gerade noch sehr schön die Verletzung, das heißt sehr schön, die Verletzungen eben von diesem Tier sehen können. Animal Equalities Vorsitzende Ria Rehberg, die hier vorne sitzt, die hat im vergangenen Jahr an dieser Stelle einen Vortrag gehalten und auch da schon aus einem Bescheid der zuständigen Staatsanwaltschaft zitiert, als das Verfahren in diesem Fall wegen einer mutmaßlichen Straftat, die hier eigentlich dokumentiert sein müsste, trotz der Drastik dieser Bilder eingestellt wurde. Dieser Einstellungsbescheid ist so empörend und dennoch auch so beispielhaft für die anderen Fälle, dass ich es nochmals zeigen möchte an dieser Stelle. Nein, hier, genau. Ich lese das mal ganz kurz vor. In Bezug auf das Küken, also ist der Einstellungsbescheid durch den Staatsanwalt. In Bezug auf das Küken, das sich offenbar lebend in der Schubkarre befindet, ist zu konstatieren, dass der Mann, der die Küken in die Tonne schaufelt, jeweils innehält, als er das Piepen wahrnimmt, nachschaut und mit der Schaufel auf die Tiere in der Schubkarre schlägt. Das tut er naheliegenderweise, um noch lebende Küken zu töten. Ein Vorsatz, verletzte Küken noch lebend in die Kadavertonnen zu befördern und ihnen dadurch länger anhaltend erhebliche Schmerzen bzw. Leiden zuzufügen, ist vor diesem Hintergrund nicht nachweisbar. Ich möchte das gar nicht selbst aus Tierschutzperspektive kommentieren, sondern hier nochmals die Antwort darauf von Dr. Christoph Maisack zitieren. Der ist Amtsrichter und Vorsitzender der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht. Der hat diese Entscheidung des zuständigen Oberstaatsanwalts mit folgenden Worten kommentiert. Die gelb markierte Stelle, die abgegebene Äußerung lässt eine empörende Unempfindlichkeit gegenüber fremden Leiden und eine ebenso bestürzende Unkenntnis tierschutzrechtlicher Vorschriften durch diesen Beamten offenbar werden. Nicht nur ist dieser Mann straffrei ausgegangen, sondern auch in den anderen beiden Fällen, die ich vorhin angesprochen habe, also in diesen anderen Masthuhnbetrieben, wurden die Verfahren von den zuständigen Behörden eingestellt. Das Problem ist, dass die Medien, so viel Aufmerksamkeit diese Fälle dann bekommen, über diese Verfahrenseinstellungen eigentlich so gut wie nie berichten.
Und dementsprechend häufig begegne ich jetzt persönlich, aber sicherlich auch andere in Gesprächen mit Menschen, die diese Bilder kennen, der Erwartung, dass wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, dann sie eigentlich auch davon ausgehen, dass in Folge solcher Tierquäler dann auch die Verantwortlichen ermittelt und Strafen verhängt werden. Das ist leider nicht der Fall. Und nicht nur von Tierschützern, sondern auch von rechtswissenschaftlicher Seite beispielsweise, also von der Expertenseite, gibt es an dieser, man könnte sagen, legislativen und exekutiven Erstarrung in Deutschland gegenüber der Nutztierindustrie wirklich massive Kritik, die ich hier zitieren möchte. Erst vor wenigen Wochen hat beispielsweise Jens Bülte, das ist ein Professor für Wirtschaftsstrafrechte an der Uni Mannheim, in einem Interview mit Zeit Online gesagt: Ich habe Gerichtsentscheidungen über Tierschutzfälle aus den vergangenen 40 Jahren ausgewertet und viele davon sind handwerklich einfach schlecht und nicht haltbar. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass Staatsanwaltschaften Strafverfahren oftmals ohne ernsthafte Ermittlungen mit der Begründung einstellen, der Agrarunternehmer hätte nicht gewusst, dass die Haltung der Tiere so nicht erlaubt ist. In einem Aufsatz greift Professor Bülte zu noch sehr viel schärferen Worten, die ich auch noch kurz zitieren möchte. Hier schreibt er: Eine ernsthafte Bekämpfung gravierender, systematischer, institutionalisierter und strafbarer Verletzungen des Tierschutzrechts, der organisierten Agrarkriminalität, findet noch nicht statt. Wer eine Tierquälerei begeht, im Einzelfall, beispielsweise an Haustieren, wird bestraft. Wer sie tausendfach begeht, bleibt straflos und kann sogar mit staatlicher Subventionierung rechnen. Das sind scharfe Worte. Ein letztes Zitat an dieser Stelle, weil Professor Bülte in diesem Aufsatz eben auch versucht zu analysieren und zu ermitteln, warum das denn eigentlich der Fall sein kann und ich das sehr interessant finde, ist diese Stelle. Er schreibt: Unter anderem mit Interesse gelenkten Gutachten und lancierten Beiträgen in der juristischen Fachpresse ist es Interessenverbänden bislang gelungen, nicht nur die sogenannte öffentliche Meinung zu beeinflussen, sondern auch Verwaltungen und Gerichte zu verwirren und die maßgeblichen Entscheidungskriterien im Tierschutzstrafrecht zu verschleiern. Der Richter, der nicht mehr auf die Unparteilichkeit von Sachverständigen vertrauen kann, ist verloren, wenn er über als von wissenschaftlichen Streitfragen abhängig suggerierte Vorgänge entscheiden muss. In einer gewissen Hinsicht eine Entschuldigung für das Rechtssystem, das aber doch einen gravierenden Hinweis liefert, was da falsch läuft. Okay, das ist eine sehr frustrierende Stelle hier, deswegen möchte ich hier eigentlich einen Cut machen. Selbstverständlich ist es auch, aber eben doch nicht nur am Rechtssystem und beispielsweise der Politik der Grausamkeit in der Massentierhaltung Einhalt zu gebieten. Es ist natürlich auch die Sache, das Anliegen von uns allen, von der Gesellschaft, die Nachfrage nach tierischen oder eben nach pflanzlichen Produkten zu definieren. In diesem Rahmen ist ganz klar, wie wir Nachfrage nach Lebensmitteln definieren. Das vegane Sommerfest will natürlich pflanzliche Lebensmittel. Und wie diese Nachfrage genau aussieht, ist eben auch vor allem davon abhängig, ob die Menschen wissen, was hinter diesen immer eigentlich geschlossenen Türen und hohen Mauern der Tierindustrie vor sich geht. Und übrigens zeigt sich auch immer wieder, dass die Menschen das wissen wollen. Anfang Juni hat das große Meinungsforschungsinstitut MNIT eine Umfrage durchgeführt und die Menschen gefragt: Ist es Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, dass Tierschutzorganisationen durch das heimliche Filmen in landwirtschaftlichen Betrieben Tierleid und Missstände aufdecken? Die Ergebnisse haben uns sehr gefreut, sind noch nicht zum ersten Mal auf diese Art und Weise in so einer Umfrage herausgekommen. Deutliche 82,2% der Befragten haben auf diese Frage mit Ja geantwortet. Und zudem wünschen sich übrigens auch laut dieser Umfrage 85,3% stärkere Tierschutzkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben. Das ist interessant, weil scheinbar gegenüber behördlichen Kontrollen und Maßnahmen im Sinne von Tierschutz mittlerweile in der Bevölkerung doch eine sehr große Skepsis vorzuherrschen scheint. Zu Recht, das haben natürlich nicht nur im Zusammenhang von Tierschutzrecherchen die behördlichen Versagensmomente gezeigt. Ich erinnere da an einen jüngeren Fall beispielsweise von der Organisation Soko Tierschutz, die in einem Milchbetrieb in Sachsen-Anhalt war, das ganz erhebliches Versagen des Veterinäramtes aufgezeigt hat. Und erst vor wenigen Wochen erschüttert zudem der Bericht die Öffentlichkeit und die deutsche Presselandschaft, dass Nutztierbetriebe in Deutschland durchschnittlich nur alle 17 Jahre kontrolliert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist der Durchschnitt in Deutschland. In Bayern beispielsweise finden solche Kontrollen im Durchschnitt sogar nur alle 50 Jahre statt. Das ist so gut wie nie. Ja? Okay, ich wollte an der Stelle eigentlich einen Cut machen mit dem empörenden Stoff.
Wie viele andere Tierschutzorganisationen gehen wir natürlich bei Animal Equality davon aus, dass das Gros jener Menschen, die von diesen Zuständen in der Tierindustrie erfahren haben, diese Grausamkeit nicht weiter unterstützen wollen. Und das zeigen auch unsere Erfahrungen, dass das so ist. Das bedeutet letztlich, die tierischen Produkte nicht mehr zu kaufen, nicht mehr zu konsumieren. Und natürlich kann eine solche Umstellung der Ernährung und der Lebensweise oftmals gar nicht so einfach sein oder vielleicht auch als gar nicht so einfach empfunden werden. Deswegen möchten wir den Menschen, die wir einerseits über diese Zustände der Massentierhaltung aufklären, nicht mit diesem Wissen allein lassen. Und deswegen haben wir ein Ernährungsprogramm entwickelt, das heißt Love Veg. Das werden sicherlich auch schon viele hier im Raum kennen. Das möchte einen guten, gesunden, nachhaltigen, natürlich auch einen zufriedenstellenden, einen spaßigen und vor allem natürlich auch tierleidfreien Weg finden. Und darin unterstützen, den Konsum von Tierprodukten zu reduzieren, vielleicht sogar sich selbst dann ganz pflanzlich zu ernähren. Das ist die URL. Love Veg hat mittlerweile auch eine richtig schicke, informative Website bekommen. Ich kann nur dazu einladen, da vorbeizuschauen. Ich mache das Bild gleich weg, weil ich schrecklich Hunger habe und den Burger nicht anschauen kann. Außerdem hat Love Veg natürlich bietet eine vierwöchige Unterstützung per E-Mail. Das hier ist unsere Mitarbeiterin Eva. Man muss dazu sagen, sie ist auch noch eine extrem gute vegane Köchin. Sie kann das richtig gut. Und sie vermittelt in diesen E-Mails, die man 4 Wochen lang bekommt, eben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Love Veg in Deutschland, die wirklich die besten Tipps und Tricks und Rezepte, um sich in einer tierleidfreien pflanzlichen Ernährung zurechtzufinden. So, in den letzten Monaten hat Love Veg seinen Coolness-Faktor und auch seine Reichweite nochmals erheblich steigert können, da wir mittlerweile für ziemlich attraktive und auch ziemlich lustige Kochvideos mit jungen Influencern zusammenarbeiten. Zuletzt hier auch zu sehen mit dem YouTube-Star und Gamer Hand of Blood, der hat eine Anhängerschaft auf YouTube von über 2 Millionen Personen. Und kann so natürlich auch massiv dazu beitragen, diese Botschaft von Love Veg zu verbreiten, die da eben lautet, eine pflanzliche Ernährung ist nicht nur unheimlich wichtig für den Planeten, für die Tiere, für einen selbst, für die eigene Gesundheit, sondern macht auch noch wahnsinnig viel Spaß. Das ist der Teaser zum Video, das Kochvideo steht auf YouTube, muss man sich unbedingt anschauen, ist wirklich richtig lustig. Ich führe das jetzt hier mal ganz kurz vor. Ja, Max ist hier. Nee, alles gut. Ich mache so Gaming-Kram ganz viel. Delicious. Anna ist ein bisschen klein, oder? Aber wir haben große Topf. Ein ziemlich großer Topf. Bloody Burrito. Ja, voll. Oh, ist das lecker. Echt coole Sachen dabei. Vielleicht kommt ja auch der Gaming-Geschmack, wer weiß. Übrigens. Diese Überleitung. Ja, Hammer. Ja, das ist der Stil von Love Veg, der funktioniert hervorragend, natürlich auch gerade bei einem jüngeren Publikum. Ja, Max ist hier. Nein, einmal reicht. International hat Love Veg mittlerweile schon ungefähr rund 300.000 Teilnehmende. In Deutschland läuft Love Veg mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. Und natürlich wollten wir dann wissen, funktioniert das überhaupt? Können wir die Leute bei der Hand nehmen, wenn sie sich für eine pflanzliche Ernährung interessieren? Denn wir wollen ja so wirkungsorientiert wie möglich uns für Tiere einsetzen. Und dazu haben wir dann mit den Teilnehmenden eine Umfrage durchgeführt und die ersten, teilweise noch vorläufigen, aber schon wahnsinnig spannenden Ergebnisse liegen uns jetzt vor. Diese Umfrage hat 3 Teile bei den Teilnehmenden. Die erste wurde vor Start dieser E-Mail-Reihe mit Love Veg durchgeführt. Die zweite kam dann direkt im Anschluss an diese 4 Wochen mit Love Veg. Und die dritte Umfrage erfolgte dann nach 6 Monaten. Und dabei hat sich zunächst mal bestätigt, dass die meisten Teilnehmer wirklich aus Gründen von Tierrechten und Tierschutz an einer anderen pflanzlichen Ernährungsweise interessiert waren. Genauer waren es vor allem schockierende Bilder und Filme, die sie als stärkste Auslöser angegeben haben. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, weil natürlich sich unter diesen Teilnehmern besonders viele Leute auch schon befunden haben zum damaligen Zeitpunkt, die Animal Equality auch schon kannten und dementsprechend auch unserer Tierschutzarbeit schon gefolgt sind. Dennoch bestätigt das unser Anliegen, wenn Menschen von den Zuständen in der Massentierhaltung erfahren, dann suchen sie nach Wegen, um diese Zustände eben nicht mehr zu unterstützen. Love Veg ist vom Stil her eigentlich vor allem für Frauen jüngeren Alters konzipiert, weil die erwiesenermaßen offener für eine pflanzliche Ernährung sind.
Und da waren wir dann auch etwas und auch sehr positiv überrascht, dass auch Teilnehmende mittleren und höheren Alters relativ stark hier vertreten sind bei LoveVeg. Insgesamt sind es aber übrigens doch vor allem Frauen, liebe Männer. Pflanzliche Ernährung ist auch für euch geeignet. So, jetzt aber an die richtig spannenden Fragen. Wir wollten natürlich wissen, welche Essgewohnheiten die Menschen mitbringen, wenn sie sich für LoveVeg interessieren und hier angemeldet haben. Und dabei haben damals stolze 47% angegeben, sich omnivore, entschuldigt den Rechtschreibfehler, sich omnivore zu ernähren. 14% bezeichneten sich als Pesketarier und 27% waren zum damaligen Zeitpunkt vegetarisch unterwegs, nur 11% vegan. Und um mögliche Änderungen in den Ernährungsgewohnheiten zu ermitteln, soweit es in so einer Umfrage möglich ist, haben wir außerdem daraufhin dann noch sehr konkrete Fragen gestellt. Wir wollten beispielsweise wissen, wie oft isst du denn Geflügelfleisch oder wenn du Geflügel isst, wie viel isst du denn dann pro Mahlzeit durchschnittlich davon? Isst du beispielsweise mehr oder weniger als etwa 200 Gramm Filet oder etwas mehr oder weniger als 10 Chicken McNuggets, je nachdem. Und die Zahlen, die daraufhin noch sich ermitteln ließen, sind wirklich erfrischend, möchte ich mal sagen. Denn demnach ist der durchschnittliche Verbrauch zwischen dem Beginn von LoveVeg, von diesem Ernährungsprogramm und der anschließenden zweiten Umfrage nach 4 Wochen, je nach Produkt, die ihr hier gelistet seht, um 27-82% zurückgegangen. Und die Zahlen bei der dritten Umfrage dann nach 6 Monaten berichten sogar von einer Reduktion zwischen 55-92%. Das ist ordentlich, möchte man so sagen. Ja? Trotzdem muss ich dazu sagen, bevor wir uns jetzt hier völlig uneingeschränkt und euphorisch über diese offensichtliche Effektivität und Nachhaltigkeit eines Ernährungsprogramms wie LoveVeg freuen, man muss natürlich auch dazu sagen, diese Verhaltensänderungen sind Eigenangaben der Teilnehmenden, die wir so nicht überprüfen können. Und es gibt sicherlich auch eine gewisse Verzerrung, weil diejenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, auch diejenigen sind, die mit besonders viel Enthusiasmus und Motivation überhaupt an ihr persönliches Projekt LoveVeg herangegangen sind. Und ich möchte jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass es repräsentative Zahlen im Allgemeinen sind, aber trotzdem zeigen sie natürlich auf, na, jetzt hängt er, hier, diese, das und motivieren uns darin, dass Menschen in ihrer Entscheidung und ihrem Willen, Tieren zu helfen, etwas tun wollen, wenn sie von dem Tierleid in der Massentierhaltung erfahren. Und diese Zahlen zeigen eben auch, wie sehr eine wohlwollende, eine freundliche Unterstützung und eine gut aufbereitete Information rund um eine tierleidfreie Ernährung zu einer offenbar erheblichen Reduzierung beim Konsum tierischer Produkte beitragen kann. Denn das lassen diese Zahlen, das abzulesen, lassen diese Zahlen auf jeden Fall zu. Das, muss man dazu sagen, kann natürlich nicht nur ein Ernährungsprogramm wie LoveVeg leisten, sondern also unser Umfeld dann auf eine freundliche Weise zu unterstützen, möglichst häufig Nein zu Tierprodukten und anderen, naja, leidvollen Produkten zu sagen, das können wir alle hier tun. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für eure Geduld und Aufmerksamkeit bedanken. Und vielleicht noch einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache liefern. Animal Equality ist gerade auch in Deutschland ganz stark am Wachsen und wir suchen immer wieder wirklich engagierte Mitarbeiter, Leute, die bereit sind, sich für Tiere einzusetzen und haben immer wieder extrem spannende Jobs ausgeschrieben auf unserer Website, auch Festanstellungen. Und ich lade euch wirklich dazu ein, wenn ihr Interesse habt, für eine internationale Tierschutzorganisation zu arbeiten, wirklich auf der Website vorbeizuschauen. Da gibt es den Reiter Stellenangebote. Da werdet ihr fündig, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ansonsten seid ihr euch natürlich herzlich dazu eingeladen, direkt auf uns zuzukommen, uns Initiativbewerbungen zuzuschicken. Wir freuen uns über Unterstützung. Nochmal ein herzliches Danke und ich frage, ob es Fragen gibt.